Wir freuen uns auf unbeschwerte Tage mit idyllischen Stränden. Dann kam Hurricane Beryl, der in dreifacher Hinsicht äußerst ungewöhnlich war. Ein Segelboot, zwei lebensfrohe Abenteurer, drei Ozeane und mindestens einmal um die Welt. Taucht mit uns ein in unsere Welt und lasst euch verzaubern. Vor uns liegt Petite Terre, eine kleine Doppelinsel im Süden von Guadeloupe. Wir freuen uns auf unbeschwerte Tage mit idyllischen Stränden, türkisfarbenem Wasser und einer atemberaubenden Natur. Was wir jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnten, war, dass das Wort atemberaubend im Zusammenspiel mit Natur einen ganz anderen, sehr bedrohlichen Sinn bekommen kann. Da unsere Berichte im etwas zeitversetzt veröffentlicht werden, konnten wir dieses Ereignis nicht vorhersehen. Deshalb wird dieses Video auch ganz anders als ursprünglich gedacht. Die Karibik kann von Anfang Juni bis Ende November von heftigen Stürmen heimgesucht werden, wobei die Hochphase im August und September liegt, in der die stärksten Hurricanes wüten können. Sie entstehen, ganz grob gesagt, im Ostatlantik im Bereich der Kapverden bei Afrika und ziehen westwärts über den Atlantik. Hier seht ihr die Zugbahnen aller Stürme des letzten Jahres. Nur die roten und violetten Linien kennzeichnen Hurricanes, während alle anderen Linien weniger intensive Stürme darstellen. Wie ihr seht, war in der Karibik kaum etwas los, da die meisten Hurricanes östlich der Karibik im Westatlantik über offenem Wasser tobten. Dann kam Hurricane Beryl, der in dreifacher Hinsicht äußerst ungewöhnlich war. Seine Zugbahn verlief sehr weit südlich und er bog nicht vor den Antillen nach Norden ab. Außerdem erreichten seine Windgeschwindigkeiten mit bis zu 240 Stundenkilometer außergewöhnliche Höhen. Noch nie zuvor, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, gab es so früh im Jahr einen derart starken Sturm im Atlantik. Im letzten Jahr um diese Zeit ankerten wir vor Union Island, denn normalerweise sind die südlichen Antillen, die im unteren Bereich des Hurricane-Gürtels liegen, relativ ungefährdet. Wir fühlten uns hier sicher. Doch dieses Jahr war es anders. Union Island und Carriacou lagen genau in der Zugbahn von Beryl. Innerhalb von kürzester Zeit waren die meisten Menschen auf dieser Insel obdachlos und ihr Hab und Gut war unwiderruflich dahin. Wir sind unfassbar traurig. Denn wir können uns noch an die Begegnungen mit diesen freundlichen Menschen erinnern, als wäre es erst gestern gewesen. Hier hoch, so, I try first, ich versuch zuerst, then you do. Oh, ah, wow, it's hard, it's painful, yeah. Wow! Wow! Good! No help! Nice! Wow! No, no, come down, come down! Wow! Very good! Einigen Seglern ist vielleicht noch der Supermarkt in Erinnerung. Den anderen vielleicht noch der Segelshop. Carriacou ist mit seiner Mangrovenbucht bekannt als das beste Hurricane Hole in der ganzen Umgebung. Viele liegen ja schon seit 20 Jahren, wenn Starkwind aufkommt. Genau deiner Mitte ist der Baum unseres Vertrauens. Viele Segler vertrauten auch diesmal auf die Haltekraft der Mangroven, wie auch wir damals. Diesmal wurden sie arg enttäuscht. Die meisten Yachten schwammen zwar noch, aber wohl dem, der noch alleine lag.
Die Küstenstraße, die rund um die Turtle Bay führt, bietet ein trauriges Bild. Palmen, Laternen und die meisten Bäume sind wie Streichhölzer umgeknickt. Die liebevoll gestalteten Vorgärten und bunten Häuser vermitteln nur noch einen Anblick des Grauens. Die meisten Dächer liegen zertrümmert neben den Gebäuden. Auch hier haben wir unvergessliche Begegnungen gehabt, wie zum Beispiel diese. So, wir sind hier bei Rufus, dem örtlichen Obsthändler. Wie muss es nun in diesen Menschen aussehen, die damals noch fröhlich und voller Lebensfreude waren? Wie viele Lebensgrundlagen und Träume sind hier unwiderruflich verloren gegangen? Jetzt gibt es noch was ganz Besonderes hier. Es gibt hier ein Zirkuscafé. Das Dach ist in Teilen noch vorhanden, aber alle Bauten im Vorgarten sind hoffnungslos davongeflogen. Wir fanden das Lebensmodell dieser Zirkusliebhaber, die auf ihrem in der Bucht ankernden Segelschiff wohnten und ein Zirkuscafé betrieben, äußerst charmant. Wo mag das Schiff wohl jetzt sein? Hallo. Hallo. How's everything? Very good. Everything good? But home is where the soup is. Vielleicht war Pato auch so voller Optimismus, weil der letzte ernsthafte Hurricane schon 20 Jahre her war. Wir hoffen, dass alle Menschen hier die Energie aufbringen und die finanzielle Unterstützung besonders bekommen, die es braucht, um ihr Zuhause und ihr Business schnell wieder aufzubauen. Turtle Bay ist eigentlich auch gar nicht groß. Eigentlich ist es nur diese eine Hauptstraße hier. Die fängt an dort drüben, bei der einen Marina. Und endet dort hinten bei der anderen Marina. Die jetzt so aussieht.